You need a better tool to mine this. Ja, hier, Ardite. Das, was schon seit 2 Folgen oder so am Machen ist und gerade mal 20% hat gefühlt. Was mit dem Obsidian anfangen soll, ist auch eine Frage. Genau, craften. Craft bitte. Kein Plastik? Oh, warte mal, da können wir nachhelfen. Das sollte ich eh im Auge behalten, weil jetzt, wo so viele Chips hergestellt werden, könnte Plastik doch noch ein Problem werden. Also Kohle. Oh, und es fehlen nur noch 12. Schön, schön. Gib mal ein bisschen Plastik. Ja, hier Kohle. Da können wir noch Kohle rausholen hier. Das macht jetzt kurz ein bisschen Smog. Da. Noch können wir Kohle rausholen, aber das wird nicht ewig währen. Das heißt, wir müssen irgendwann das da erschließen, ja. Stimmt eigentlich. Ich hatte hier so einen kleinen Plan gehabt mit Landgewinnung und so, ne? Da habe ich mich jetzt 10 Folgen oder so nicht drum gekümmert. Aber es ist halt zu viel zu tun. Lässt sich nicht ändern. Oh. Alle ist nicht gut. Ja, okay, die schmilzt. Öfen baue ich dann doch zuerst hier und nicht beim Eisen. Ja. Hier, du. Erstmal bist du jetzt ein toller Schmelzofen. Und dann schmilzt du bitte das ganze Tinder ein. Ich habe immer noch den Auftrag, dass alles zu mir geliefert werden soll, ne? Ja, habe ich, okay. Ja, kein Kupfer, kein Kabel mehr. Alles Murks. Wir haben ganz viele Roboter, die nichts zu tun haben. Wie kommt das bloß? Dabei hat sich das Eisen wenigstens erholt. Das ist okay. Grüne Tränke sehen nicht mehr gut aus. Hellblau sehe ich gar nicht. Hier müssten wir noch genug drin haben, um es abzuschließen. Das ist gut. Tin, da. Gib mir Tin. Okay, fang an, die ersten zu bauen. Je schneller wir hier Kupfer wieder anfangen können zu bauen, desto besser. Grüne Chips, rote Chips und Draht würde mir helfen. Ja doch, ich kann ja was rausmopsen. So. Kriegst mal einen Stack. Okay. Das hilft schon mal. Also ich breche das jetzt ab, baue es nochmal neu und spare mir dadurch die Zeit, das Draht herzustellen. Gut, grüne Chips. Her damit. Wo werden grüne Chips gerade verballert? Bei der Ärmchenproduktion. Wir haben nur ein Ärmchen? Lass mich raten, ich habe eine blaue Ärmchenproduktion nicht beschränkt. Nö, sind leer. Sind auch leer. Ja. Okay. Pollution macht ihr? 0,54, ist okay. Nö. Also wir haben einfach keine Ärmchen mehr herstellen können, weil keine grünen Chips da sind. Ah, es ist nicht schön. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass genug Roboter da sind und jetzt kommen die ganzen Grundressourcen nicht hinterher. Also ich könnte natürlich jederzeit einfach die Dinger wieder aufstellen, aber das will ich ja nicht. Nicht stinken und so. Davon wollen wir ja wegkommen. Fließbänder schon wieder. Auf Fließbänder, war das normal. Module hast du, Module hast du, Module hast du. Ja, einfach hier noch ein paar hin, dann haut das schon hin. Das dauert echt ewig. Wir optimieren das mal ein wenig hier. So, wo sind die? Da sind die. So. Jetzt arbeitet das Ding wenigstens, während ich hier noch am Rumwuseln bin. Oh, bist gleich fertig, okay. Hab nichts gesagt. Dann nimm bitte den Drill, setz den
hier, glaube ich, hin. Dann kommt da der Alles nicht schön hier. So. Da kommt der Schmelzofen hin. Da kommt das Ärmchen hin. Okay, wir haben wieder 4 funktionierende Kupferdinger. Das sieht schon mal okay aus. Es wird nicht reichen. Auf keinen Fall. Aber es ist ein Anfang. So, dann bau bitte gleich noch einen davon. Und Fabriken. Also die gelben Fabriken. Wo setze ich die jetzt hin? Also normalerweise arbeitet am meisten hier die Kupfergeschichte. Kupferdraht und grüne Chips. Tun sie momentan noch nicht, weil nicht genug Ressourcen da sind. Ich hau trotzdem mal einen hier hin. So, Pollution 1,08. Und wir hätten noch mehr Slots. Pollution 0,36. Ist Limit. Minus 80%. Ja. Das ist super. Ja, alle ersetzen hier. Und so mit den billigen. Die besseren können wir dann in die reintun, die nicht so viele Slots haben. Also wie die hier zum Beispiel, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen Overkill ist. Pollution 0,96. Also die Fabriken sind super. Sehr schön. Und sind schneller und überhaupt. Davon brauchen wir definitiv mehr, aber sie kosten halt schweineviel. So, einer von denen ist noch fertig. Okay. Dann jetzt mehr Kupfer. Draht sehe ich schon langsam wieder in der Produktion. Roboter haben auch ein bisschen mehr was zu tun. Wird doch langsam wieder. Okay. Mach hier die komische Lampe weg. Tu die Lampe woanders wieder hin. Gib mir den da. Da. Gib mir den letzten Mining Drill. Da. So. So mich das Muster weiter hier hinführen. Habe ich denn genug jetzt inzwischen für das? Ja, ein paar. 24. Ja, arbeite mal daran. Das dauert eine Weile. Okay, also wir haben jetzt wieder, ich schätze mal, ungefähr so viel Kupfer, wie wir hatten, bevor diese kleine Krise hier war. Das heißt, die Dinger hier sollten sich eigentlich jetzt fangen, ne? Eigentlich, ja. Erstmal mache ich kurz die hier weg. Wir haben 4 Chipfabriken, die sollten eigentlich... Weg, weg. Wir haben 4 grüne Chipfabriken, die sollten erstmal reichen. Und wenn sie nicht reichen, sollten hier 4 andere hingebaut werden. Und nicht überall verteilt welche. Das heißt, du wirst auch die... Was auch immer. Alles rausgeschmissen, so. Kupferdraht hatten wir schon, ne? Ja, okay. Das heißt, die hier... Müssen jetzt erstmal alle befüllt werden. Drück mal P. Wir haben eine Produktion von 91 Kupfer die Minute. Wir haben einen Verbrauch von 79 Kupfer die Minute. Aber das kommt daher, weil sie nicht durchgehend arbeiten, ne? Ja. Wahrscheinlich. Sind es wenigstens mehr Roboter am Fliegen? Naja, nicht wirklich. Sollte das Kupfer hier auch wegfangen. Jungs, nimmt mal alles weg. So, und dann haben wir hier noch einen davon. So, und der nimmt ruhig auch Kupfer. Und bauen mehr davon. Weil das da unten zu machen, ist einfach nur sinnlos. Ja, mach das hier mal weg. Das war am Anfang ganz nett, weil es am Ende dieser Produktionsstraße quasi war. Aber jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Nur, dass es weiter weg ist von den Hauptverbrauchern. Und die Hauptverbraucher sind oben die Chip-Geschichten. Das heißt, wir machen das nur bis hier. So, und sammeln das jetzt alles von Hand ein. Und dann arbeitet das alles auch ein bisschen sauberer. So, was ist mit dir? Du hast immer dir... Und das Ärmchen konnte einfach weg. Das Ärmchen war früher dafür da, das Eisen vom Fließband zu nehmen. Sonst noch irgendwelche Fehler, die dadurch hervorgerufen werden könnten? Das Wegnehmen von dem Ding hier? Werde ich irgendwann merken, ja? Ja, okay.
Das heißt, das wird alles hier weggefangen. Es wird nichts beschränkt, es wird alles eingelagert, wird von hier aus dann weiter weggeflogen. Und ich glaube, die Fabriken kann ich mir erstmal sparen. So, die sind erstmal kalt gestellt. Die zwei Fabriken werden das auf jeden Fall hinkriegen. Die werden ja jetzt noch nicht mal richtig beliefert. Ne, auf keinen Fall. Gut. Was mit euch? Euch könnte ich wahrscheinlich auch reduzieren auf zwei gelbe. Dazu müsste ich die zwei gelben nur erstmal bauen. Das ist zu lästig. Ich schaffe jetzt ja nicht mal die Kisten zu bauen und die Substations und was weiß ich. Was sagt Smog? Smog ist besser geworden. Definitiv. Das ist schön. Okay. Aber kommt wohl auch daher, dass ihr fast nichts mehr arbeitet. Ich könnte jetzt optische Sachen machen. Oder mehr Tinder bauen. Oh, warte mal. Dich kann ich mir klauen. Du baust nämlich gerade gar nichts mehr ab. Dann... Ja, hier ganz... Habe ich noch Fuel Blocks dabei? Ja, okay. Also hier ganz hinten hoffe ich mal, dass die Pollution von hier nicht bis da hinten wandert. Das heißt, ich arbeite jetzt hier hinten testweise doch wieder mit dem dreckigen Ding. Mit dem da. So. Fließbänder haben wir ein paar dabei. Gut. So. Das ist falsch. Da sind Fließbänder. So, du kriegst ein Stack davon. Du brauchst Strom. So, noch ein Drill. Gib mir. Dann machen wir das nochmal. Also ich hoffe, das beißt mir jetzt nicht in den Hintern. Aber ich hoffe echt, dass die Entfernung reicht. Und so haben wir endlich wieder genug Kupfer, damit ich auch gucken kann, wie mein System wirklich funktioniert. Aber momentan sieht sowohl Pollution als auch Roboterauslastung gut aus. Aber halt nur, weil nicht alle Maschinen so arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten sollten. Hier, nimm das da. Du dahin. Also wir haben jetzt 7 kupferproduzierende Dinger. So viel hatten wir, glaube ich, vorher nicht. Definitiv nicht. Nö. Es wird ein bisschen eng hier, aber das ist okay. Da. Brauche ich auch nicht mehr. Roboter werden freigelassen. Ist okay. Substations. Da. Das heißt, weg, weg. Habe ich gerade eine Stromversorgung gehabt? Nee, die hier ist legitim. Du? Genau dahin, wo es auch hin sollte. Da. Dann hier hoch. Und die andere Seite. Die andere Seite ist eh viel interessanter, weil da stehen die ganzen Maschinen im Weg. So. Jo, ist richtig. Okay. Und dann... Ja, hier kann ich nichts sehen. Nicht ordentlich. So. Okay, das heißt, theoretisch könnten jetzt die ganzen Ärmchen hier weg, richtig? Du weg. Lass ihn mal kurz da rein. Du weg. Du weg. Läuft noch alles? Jo. Du weg. Das sieht doch schon viel besser aus. Also ein bisschen Kuddelmuddel wegen diesen komischen Öfen und den Öfen und so weiter, aber ne? Hauptsache es arbeitet. Gut, Eisen staut sich. Okay. Können wir alles beheben durch mehr Kisten und mehr Ärmchen.
Ist okay. Kupfer. Die sind echt Nimmersatt. Wie viel Draht haben wir denn? So viel gar nichts. Ich muss jetzt echt noch mehr davon bauen, ha? Huh? Ja, ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich warte jetzt, bis Arleit fertig ist. Sobald wir eine Arleit-Spitzhacke in der Hand haben, baue ich erstmal ganz viel Tin ab. Damit wir es endlich hinbekommen, hier alles, aber auch komplett alles mit den Electric Furnaces zu bauen. Habt ihr übrigens schon Pollution bekommen? Ja, habt ihr. Okay, drüben nochmal war ich, glaube ich, nicht. Dass hier wirklich alles mit den Electric Furnaces läuft. Und dann mache ich die Kristalle unten und schaffe dann hoffentlich die besseren Lasertürme. Das wäre der Plan. Du kommst weg. Du bist veraltet. So, was hatten wir noch? Licht wollte ich noch. Immer schön oben drauf. So kleines Luxusgut, immer sehen zu können. Und nicht zu wissen, wann Tag und Nacht ist. Hier ist schon wichtiger. Wie viele habe ich davon noch? Ich würde eigentlich ganz gerne auch in Richtung Kupfermine das alles mal umstellen. Auch wenn hier irgendwo der Fehler war. 4 hätten wir noch. Ja, ein bisschen in die Richtung können wir schon mal gehen. Das heißt, die hier können auch alle weg. Ich zappenduster hier. Und das Band ist natürlich genau falsch. Oder passt das Licht hier noch? Ah, sehr gut. Dann bist du doch nicht genau. Genau falsch. Du gehörst immer noch genau dahin, wo der Platzhalter ist. Und hier wird es jetzt unübersichtlich. Mach die mal weg und kapp überall den Strom. Du müsstest da hinten. So. Ah, sehr schön. Alle Altlasten weg hier. Doofe, hässliche Zeug nicht mehr sehen. Okay. Die da oben passen jetzt aber. Da müsste er hin. Oh, das passt. Das passt. So. Weg, weg, weg. Alles weg hier. Schön, schön. Jo, das am Arbeiten. Ich sollte noch ein paar von den. Bauen wir ein paar davon. Damit hier die Ecken auch schön schnell sind. Dass dazu keine Verzögerung kommt. So. Hier. Ja, sind nicht wirklich viele Ecken. Und so viel Kupfer ist es ja auch noch nicht gerade, aber. Ja, jedes bisschen hilft. Und wir haben schon für später ein bisschen was vorbereitet. So. Gut. Also, ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das nach und nach in den Griff bekommen. Mit unserem Verbrauch an Ressourcen. Wir müssen halt nur echt auf Smog achten, weil der kriecht schon wieder ran. Er sah kurzfristig gut aus, aber jetzt sind die beiden wieder da. Aber wenigstens sind die Roboter schon mal alle da. Und auch jetzt mit dem neuen Kupfer und so weiter sind sie immer noch nicht ausgelastet. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ich denke, ein paar Maschinen, die eigentlich momentan gar nicht benötigt werden, arbeiten gerade trotzdem noch, um ihren Bestand zu füllen. Und wenn der gefüllt ist, haben wir nochmal einen kleinen Schub an Ressourcen, die nicht verbraucht werden und dadurch wir die neuen Ressourcen besser einlagern können. Und dadurch haben wir dann mehr Ressourcen. Ich brauche definitiv eine Pause. Also bis gleich.